Ich möchte mir kurz ein Video von Trimax gemeinsam mit euch reinziehen. Da geht es ein bisschen um diese Thematik, keine Clips mehr von Hugo und kein Konzept. Content, Diebstahl, Real Talk, bin ich sehr interessiert dran, was Max dazu sagt. Was wollt ihr, dass wir uns das reinziehen? Ihr wollt wissen, was ich dazu sage? Mhm. Jetzt wollte ich nochmal auf ein Thema eingehen und mit euch ein bisschen drüber quatschen. Was momentan mehr oder weniger ein umstrittenes Thema ist. Ja, bin ich hier der Dritte, der darauf reagiert. Ich will wissen, was Monte dazu sagt und was Trimax sagt. Es geht nicht anders, Chat. Ist, unter anderem hat Papa Platte in einem Video angekündigt, dass er nicht mehr in den Highlight-Kanälen zu sehen sein möchte. Also im Grunde hat er eine... Habe ich gesehen, das Video. Kevin hat gesagt, er ist komplett raus. Ein Verbot mündlich ausgesprochen an hungriger Hugo, fetter Hugo, kleiner Schatzhugo und wie die Idioten alle heißen. Alter, Monte ist immer so abfällig, Digga. Ich check das nicht. Durchgehend so... Nicht mal so auf Funny am Wegbeleidigen, sondern einfach so, ich check's nicht. Dass er nicht mehr möchte, dass seine Clips dort verwendet werden. Und ich habe dann, also ich habe sein Video gesehen und ich habe auch Clips gesehen bei TikTok. Ja, und die Kommentarsektion beispielsweise, natürlich, ey, sind wir uns alle einig, TikTok ist als Plattform an für sich Schmutz, natürlich, klar. Ich verstehe schon den Punkt, gerade wenn du Special-Sachen hast, wie seine Wohnmobiltour, Wohnwagentour, ne? Er hat ja auch Highlights hochgeladen, ja. Oder möchte, aber man hat alle geilen Szenen schon in diesen Kanälen gesehen. Das Ding ist, bei Kevin ist es halt so, dass Kevin kein YouTuber ist. Kevin kann keinen zusätzlichen YouTube-Content machen. Das heißt, Kevin ist darauf angewiesen, seine Stream-Highlights zu verwerten, was fein ist in meinen Augen. Also, auf der anderen Seite, wenn was Geiles passiert, kannst du es da kurz mit reinbringen. Für mich, ich gucke da gerne rein. In den Kommentaren sind sehr viele Idiotensöhne unterwegs, oftmals, habe ich das Gefühl. Leute, die auch nicht, die nicht mal... Oder auch Teammates. Wenn wir Teammates oder sowas, denn da die ganzen Clips, die ultra, ultra geil waren, nicht bei Satta, Hugo und kein Konzept und so überall mit drin wären, könnte würden Amar und ich deutlich mehr... Klicks auf unseren eigenen Highlight-Videos fahren. Aber auf das ist pauschalisiert nicht richtig, weil es sind ja nur einzelne Ausschnitte, glaube ich, oder? Auf der anderen Seite ist es auch eine Cross-Promo, weil man lustige Sachen sieht. Und glaube dann ich gehen auch. Zu ich glaube, das hin. Nützt uns aber mehr. Aber Monte zum Beispiel oder Papa Platte sind jetzt auf die Cross-Promo nicht mehr so angewiesen. Es kommt darauf an, wenn das halbe Video jetzt aus Trimax oder Monte besteht, dann ist es was anderes. Aber wenn von jedem Streamer mal ein Clip drin ist, finde ich das nicht so schlimm. Ja. Gerade ausdenken können, die dann sowas darunter schreiben, ja, der ist auch nicht mehr so, wie er mal war, der will nur noch mehr Cash machen. Dann denke ich mir so, okay, nehmen wir mal die Aussage, der will nur noch mehr Cash machen. Also, das ist ja schon eine Aussage, Digga, die mir schon wehtut. Nehmen wir mal einfach mal als Beispiel. Auch an die ganzen kleinen Hobby-Protagonisten da bei TikTok. Du auch nicht. Ja, es ist schwierig. Für die Großen ist es keine Pro mehr. Mickey zum Beispiel sage ich sehr. Ja, das Video gucken 500.000 Leute, sehen Mickys GTA-RP-Clips, finden das lustig, sind bei ihm im Stream und auf dem YouTube-Kanal. Bam. Safe, das ist schon safe, sehr safe, worth. Safe. Aber Monte wird dadurch nicht mehr Zuschauer haben. Die dann da runterschreiben, der will mit Cash machen. Man muss einfach mal festhalten. Wir reden hier über Highlight-Kanäle, die Highlights von... Hab echt die letzten Wochen mal bei Monte Papa Platte beigeguckt wegen den Ausschnitten bei Hungriger Hubu. Davor nie. Dir als Streamer in ihre Videos packen und hochladen. Und dann schreibt da ein kleiner Hosenpupper runter, er... Aber du kriegst ja auch Content. Ja gut. Aber, wir reagieren ja auch drauf, gut. Ne? Man kann auf die Dinger reagieren. Aber das würde jetzt an unserem täglichen Streamer-Dasein keinen großen Unterschied machen, wenn wir nicht auf ein Kein-Konzept-Video reagieren können. Dadurch, dass Papa Platte jetzt gesagt hat, er möchte, dass die Clips nicht mehr verwendet werden, das geht ihm nur ums Cash. Habe viele Streamer erst durch diese Highlight-Videos erst kennengelernt. Hat bei Gigant... Ist richtig auch so funktioniert. Ja, gerade kleinere mit. Kleinere Leute profitieren übelst. Nova, Gigan und so natürlich, klar. Große Streamer. Ja. Profitieren sehr davon. Aber ich habe das Gefühl, den Leuten fehlt ein bisschen Weitsicht. Auch mal. Ich habe wegen Hungriger Hugo aufgehört, dich zu gucken. So, Fatex, jetzt kannst du dich einfach mal ins Knie ficken. Darüber nachzudenken, wieso das am Ende des Tages so ist, dass jemand wie Papa Platte sich dazu entscheidet, zu sagen, er möchte, dass die Clips nicht mehr verwendet werden. Nehmen wir mal einfach als Beispiel, sagen wir, Papa Platte ist ein Regisseur und er bringt einen Film raus. Und bevor dieser Film in den Kinos erscheint, sind die besten Szenen aus diesem Film in Film-Best-of-Kanälen. Ganz schwieriger Vergleich, weil der Film wird ja nicht previewed live vor 100.000 Leuten. Das ist ein absolut lostes Beispiel. Und das heißt, das Beste vom Besten. Aber ich verstehe Montes Punkt. Aber der Punkt, also das Beispiel, was er da,
Das Beispiel, was er da macht, ist absolut aus der Luft gegriffen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ein gutes Beispiel, ja? Das ist ein absolut schlechtes Beispiel. Das ist ein absolut beschissenes Beispiel, Bro. Das ist wirklich das dümmste Beispiel, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Gutes Beispiel. Ich kann euch nur... Wie er sogar zweimal betont, dass er es gut findet. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Ein Argument war beispielsweise auch, ohne die Highlight-Kanäle... Aber Monta hat damit recht. Da, Monta hat damit recht. Durch die Highlight-Kanäle kriegen die voll viele neue... Das fuckt Monte übel ab. Zuschauer, und ich muss diese Leute, die so etwas schreiben, leider in die Realität zurückrufen. Das ist nicht die Wahrheit. Das gilt aber nur für den Monte, für den Trimax und für den Papa Platte und zum Teil auch für mich sicherlich. Wobei die drei jetzt die Top-Regie mit Knossi vielleicht auf Twitch sind. Die drei sind so groß, die werden keine zusätzlichen Viewer mehr darüber gainen. Für kleine Leute ist es aber immer noch geil und ein gutes Sprungbrett, diese Highlight-Clips. Ne? Da lebt Monte ein bisschen zu sehr in seiner Bubble. Und Monte sagt, dass er tatsächlich... dabei nicht profitiert. Das stimmt auch. Monte hat davon selber gar nichts. Das ist so. Er wird davon nicht wachsen, aber seinem Image schaden und ihn weiter aufbauen, tatsächlich tut es auch nicht. Also es ist trotzdem noch gut für ihn, weil er damit auch eine gewisse Relevanz behält und bleibt. Und ja, Monte wird jetzt sagen, er ist ohne alle Relevanz und kann auf jeden scheißen. Das ist immer seine Aussage. Und das ist in gewissen Teilen richtig. Aber schaden tut's ihm nicht großartig, weil es ihn nochmal für eine größere Zielgruppe zugänglich macht. Ne? Hungriger Hugo guckt sich jeder an. Montana Black Videos nicht. Die so ein Highlight-Video gucken, nehmen sich danach noch die Zeit und googeln den Künstler ihres Lieblingsclips. Geschweige denn, sie gucken in die Videobeschreibung und klicken die 10 Künstler, die da drin waren, alle einzeln und abonnieren die. Am Ende des Tages geht es nicht darum, dass dadurch jemand irgendwie eventuelle finanzielle Einbußen hat, was natürlich auch... Also bei kleinen und mittelgroßen Streamern, die profitieren daraus, Monte null, gar nicht. Auch irgendwo, also auch der Fall ist, aber darum geht es nicht. Ich glaube, was bei Papa Platte und bei vielleicht auch anderen Künstlern das Problem ist, und die wenigsten machen aber das Maul auf, das Problem ist halt einfach, dass diese Highlight-Kanäle aus dem Boden gesprießt sind wie Unkraut. Ich glaube, das ist das ganz große Problem. Und warum sind diese Highlight-Kanäle aus dem Boden gesprießt wie Unkraut? Weil kein Interpret, also kein Künstler, kein in Anführungszeichen Highlights macht, sich traut zu sagen, nö, Digga, möchte ich nicht, dass du meine Clips nicht mehr verwendest. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich persönlich habe damit nie ein Problem. Ich freue mich immer voll. Ich persönlich freue mich immer sehr darüber, unabhängig davon, ob mir das Relevanz beschafft oder nicht. Ich würde sagen, ich habe auf Twitch eine ganz gute, adäquate Größe momentan mit meinen Zuschauerzahlen. Bin ich echt sehr zufrieden. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich in so einem Video drin bin, auch wenn es ein loster Clip ist. Freue ich mich immer tatsächlich, wenn jemand diesen Clip nicht nur als Clip reinpackt, sondern da ein bisschen was rumeditiert und was Cooles draus macht. Das freut mich einfach. Weil sie Angst haben, dass es bei der Community als Nicht-Gönnung ankommt. Ich werde einfach mal so... Monte fliegt ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht, Bro. Frei in die Pusteblume sagen. Nicht Gönnung, wie wack. Wer sagt denn das? Das hat nichts mit nichts Gönnen zu tun. What the fuck? Das fuckt mich übel ab. Egal, ob ihr da mir zustimmt oder nicht. Am Ende des Tages ist der Einzige, der wirklich davon profitiert, von diesen Clips, der die Clips hochlädt. Ja, und natürlich die Leute, die Reichweite Cloud bekommen. Das ist der Einzige, der am Ende dran profitiert. Denn der steckt sich die Werbeeinnahmen in die Tasche. Ich für meinen Teil, ich kann nur... Monte profitiert auch, aber ein paar tausend Follower mehr machen bei ihm den Kohl auch nicht fett. Ja, das ist, glaube ich, das. Von mir aus sagen, ich kann nur von mir sagen, ich 27, für mich danke für den Zapkuss. Wäre nicht auf diese Highlight-Videos angewiesen. Bin halt durch Hugo auch erst auf die Aufmerksamkeit. Ich war schon erfolgreich, nur abgehoben. Ich war schon erfolgreich, als es diese ganzen Kanäle noch nicht gab. Und zweitens war ich auch schon erfolgreich, als ich noch nicht auf diese Videos reagiert habe. Warum reagiert jeder da jetzt aktuell drauf? Oder warum reagieren die einzelnen Streamer aktuell da drauf? Weil alle darauf reagieren. Und klar, es... Also, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass diese Clips der ganzen Plattform Twitch unglaublich zuträglich sind. Also, diese Kanäle, Highlight-Kanäle, sind für die Plattform Twitch Gold wert. Weil Twitch hat einen kranken Wachstumsanschub letztes Jahr gehabt. Ich glaube, die haben ihre Viewer verdoppelt nochmal in Deutschland. Ein Wrap-It-Up hätte ich enden sollen, hast du absolut recht. Aber für Twitch sind diese Highlight-Kanäle, Hungriger Hugo, kein Konzept, als Plattform sehr, sehr wichtig und geil. Es ist ein easy Upload, Reaction-Mactions, aber am Ende des Tages ist der Einzige, der dadurch profitiert, derjenige, der die Clips hochlädt. Denn das Cash landet in den meisten Fällen, bis auf wenige Ausnahmen, bei dem Ersteller in den Taschen. Und das ist auch der Punkt, warum diese Kanäle wie Unkraut aus dem Boden kommen. Früher gab es Hungriger Hugo, jetzt gibt es einen satten Hugo, jetzt gibt es kein Konzept. Und es gibt noch ganz viele andere Kanäle, die...
vielleicht nicht so groß sind, die jetzt aber auch auf einmal diese Videos hochladen. Und warum? Weil bei den anderen Kanälen das auch in Ordnung ist. Falls wir uns hier gerade in eine falsche Richtung entwickeln, lieber Livestream-Chat, ich habe noch gar nichts gesagt dazu, ob ich damit cool bin oder nicht. Ich habe da noch gar nichts zu gesagt. Also denk nicht, das, was ich gerade sage, ist meine Meinung, wie ich dazu stehe. Ich versuche nur zu reflektieren und wiederzugeben, warum es Leute gibt, die es nicht cool finden. Kommen wir jetzt auf den Punkt, was ich davon halte. Die Spannung steigt. Ich habe tendenziell kein Problem damit. Erstens, mir geht's gut, ich verdiene gutes Geld und ganz eingebildet gesagt, werten diese Clips auch die Videos ganz gut auf von mir. Absolut richtig, sehe ich genauso. Spaß beiseite. Womit ich aber mittlerweile ein Problem habe, ist, dass jeder 0815 Peniskopf sich denkt, er könnte jetzt auch so einen Kanal machen. Da muss ich ihm zustimmen. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch nicht exklusiv sagen, nur Hugo und kein Konzept dürfen meine Clips nutzen, aber siehst du das, Moin, Bin der Ben und andere natürlich nicht. Gleiches Recht für alle, sage ich da. Und da würde ich mir jetzt keinen großen Film drum schieben. Ich verstehe, was er meint, aber die meisten Kanäle, die sowas machen, schaffen es ja gar nicht erst nach oben. Das heißt, irgendwo muss man dann auch mal sagen, nee, halt, stopp, wir brauchen nicht noch den 100. Highlight-Kanal. Ansonsten haben wir die Situation, dass in einem halben Jahr jeder Hi-O-Pi denkt, er könnte einen Highlight-Kanal machen und überall sind nur noch die gleichen Clips. Es reicht jetzt mal mit Highlight-Clips. Wir haben genug Highlight-Kanäle. Wir brauchen nicht noch mehr Highlight-Kanäle, Digga. Ja. So, an der Stelle, Leute, würde ich gerne verkünden, dass ich tatsächlich jetzt meinen eigenen Highlight-Kanal mache und zwar Hungriges Konzept oder kein Hugo. Kommt da die Tage, dass ich online da komme, nur Montana Black und Trimax und na klar, ganz klar, Papa Platte Highlight Clips. Ja. Nicht böse gemeint. Und was das für die Zukunft heißt, das weiß ich. Aber die setzen sich ja eh nicht durch. Wenn jetzt irgendein 13-jähriger Typ zusammenkommt und eine Streamer-Compilation zusammenbastelt. Ja, ja, glaube ich auch. Das habe ich ja gerade auch gesagt. Nur kein Konzept, Hungriger Hugo, Satter Hugo, Moin Bin der Ben und den ganzen Stuff am Start hast. Das ist ja scheißegal. Noch nicht. Was mich persönlich aufgeregt hat, und das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, ich scheiß da auch ehrlicherweise auf eure Meinung. Was mich jetzt persönlich aufgeregt hat, kein Hungriger Baby. Den Kanalbetreibern, ich muss noch mal gucken. Ich fände den Namen kein Hugo einfach nur geil. Wer das genau war, nochmal sagen werde, dass die das nicht mehr hochladen. Ich lade von meinem Content relativ wenig hoch. Reactions kommen bei Crew und Kevin. Gameplay kommt auf Spontaner Black, wenn ich was Gutes erspiele. Die ganzen, wenn ich lost bin, Momente, mir ein Getränk umfällt, da gibt es keinen YouTube-Kanal, Satter Hugo, Feuchter Hugo, das könnt ihr alles verwenden. Aber eine Sache ging mir ein bisschen auf den Sack, und zwar habe ich gesehen, irgendeiner von den Kanälen, kein Konzept Satter Hugo oder Hungriger Hugo, habe ich gesehen, haben jetzt auf einmal auch, da bin ich mit Papa Platte, die haben einfach von meinem Mario Kart Gezocke die besten Clips so mäßig hochgeladen. Ja, das fühle ich wieder, weil das ist Gaming-Content exklusiv, den man nicht will. Ein Lost Moment oder ein Funny Clip, funny. Auch mal was aus meinen GTA-RPs oder aus Mickys GTA-RPs, ja. Aber einfach ein komplettes Best-of von einem anderen Streamer zu machen, da sind wir wieder bei 2016, das gibt's ja dann schon quasi. Das ist nämlich auch so ein Ding gewesen, 2015, 2016, die ganze Best-of-Kanäle. Das muss ich sein. Bist du geschminkt? Nee, bin ich nicht, ich hab meinen Bart ab. Auf deren Kanälen, wo ich ausgerastet bin. Also die Creme de la Creme, die lustigsten Ausraster von mir, waren in deren Videos. Ja, da muss ich Marcel zustimmen. Sagen, ist für mich zu viel des Guten. Ja, hat er recht. Ja, das war doch auch einer, der, als wir das dicke Pokémon-Opening hatte, der hat meine besten Kartenpuls nur reingepackt. So die 5 besten Karten, what the fuck. Ja, da zahlst du 40.000 Euro für ein Display, machst das auf und das ist schon bei jemand anderem auf dem Kanal, bevor du es hochlädst. Das ist halt Turbolust. Bin ich bei Max. Richtig schlecht. Ja. Wir striken auch wahnsinnig viele Kanäle weg, die Sachen hochladen, bevor ich es hochgeladen habe. Weil diese... Striken mache ich nicht, ich claime oder sage Takedown Notes. Diese Situation sind die Highlights aus meinen Mario Kart Folgen, die ich hochlade. Da muss ich den beiden recht geben, ja. Trotzdem vielleicht ganz gerne, aber wenn aus einem Gameplay-Video schon die lustigsten Szenen bei diesen Kanälen hochgeladen worden ist, dann fühle ich mich schon ein wenig meines Contents beraubt. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Das ist auch genau, was Gebt Monte nicht oft Kevin, recht, aber da also Papa Platte gemeint hat. Und dabei geht es nicht darum, dass ich am Ende des Tages mir die Taschen mehr voll machen möchte. Dabei geht es am Ende des Tages darum, und wer das nicht versteht, dem kann ich nicht helfen, da geht es am Ende des Tages darum, dass ich als jemand, der diesen Content ja produziert,
auch das Recht habe und haben möchte, dass darüber dieser zu entscheiden, bei mir auf meinem Kanal als erstes zu sehen ist. Wer das nicht nachvollziehen kann, dem kann ich leider auch nicht helfen. Mhm. Dabei geht es mir nicht darum, dass wenn ich jetzt hier rumfurze, rumrübse oder mir irgendwas umfällt, dass... Ne, das sind aber auch geile Videos. Also die Best of Montana Black Falls Compilation ziehe ich mir jeden Abend zum Wichsen beispielsweise rein. Die ist extrem nice. Sie diesen Content nicht benutzen dürfen. Es geht mir um meinen Gameplay-Content. Pause kommt dann September, Chat. Ist mir scheißegal. Aber es geht um den Ihr habt doch eine Million auf dem Konto und könnt euch Urlaub essen. Abseits ist egal, habt euch doch trotzdem nicht. Ja, ist doch entspannt. Also nochmal, von uns aus ist es allen dreien hier, glaube ich, fein, ne? Gameplay-Content. Ohne Bars siehst du aus wie ein 14-Jähriger, bitte nicht. Das ist ja etwas, was man klären kann. Das ist ja nichts, wo ich jetzt Stress mache. Angenommen, man würde eine Lösung finden und man sagt, okay, du kannst meine Clips verwenden und gib mir schenk mir einmal im Monat 100 Subs, 200 Subs. Wenn das dann aber jeder YouTuber, Twitch-Streamer sagen würde, obwohl es eigentlich sein Recht ist, dann hätte der Kanalbetreiber, in dem Fall Hungriger Hugo und so, am Ende hätten die ja gar kein Cash mehr in der Tasche. Und glaube es mir, ich würde behaupten, wenn die Jungs damit kein Geld verdienen würden, dann würden sie den Kanal auch nicht machen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, gerade so jemand wie Hungriger Hugo hat einfach damit angefangen, mit diesem Amontes asozialer Gamescom-Auftritt, weil da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin, sehr viel Passion und sehr viel Feinarbeit mit dem ganzen Tracking und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, widerspreche ich, das wirkt für mich so, als hätte er einfach richtig Bock darauf gehabt. Punkt. Hobby hin, Hobby her. Ich behaupte einfach mal, dass 50% der Leute, die in diesen Clips in diesen Videos vorkommen, eigentlich gar nicht damit so cool sind, dass sie in diesen Clips vorkommen. Weil sie halt Angst haben, dass ein Boomerang zurückkommt von irgendwelchen Idioten, die behaupten, Diggi, gönn doch, ist doch eine Win-Win-Situation. Die einfach aber den Aspekt nicht verstehen, dass es nicht eine Win-Win-Situation ist, wenn komplette Highlight-Kanäle dein Content zwei Wochen bevor du dein Content hochladen willst, gefühlt, schon hochgeladen haben. Und das ist funny, weil diese Diskussion gibt es nur in Deutschland. Diese Diskussion gibt es nur in Deutschland, in den USA macht sich da keiner was draus, weil in den USA ist es gibt es kein Copyright und kein Copyright-Recht und sowas. Da wird einfach gemacht so. Und in den USA ist es sowieso so, dass die Streamer so arschviel Kohle verdienen, dass es denen scheißegal ist tatsächlich. Die verdienen halt nochmal anders krank da. Also ich würde mich hier auch nicht beschweren, wie gesagt. Ich würde mich hier absolut nicht beschweren. Nochmal, urheberrechtsmäßig, wir haben das Recht an unserem eigenen Bild, an unserem eigenen Content. Absolut nachvollziehbar, absolut verständlich. Aber in meinen Augen müssen wir uns hier nichts vormachen. Für mich ist es fein, für mich ist es cool, ich mag es mich, da muss ich ganz ehrlich sagen, leicht narzisstisch, also einfach mal so, wenn ich es jetzt so leicht narzisstisch sagen darf, leicht selbstverliebt. Ich finde es cool, wenn ein Funny-Clip von mir nice bearbeitet wird und nice in Szene gesetzt wird, das freut mich immer, das finde ich sehr schön. Aber wie gesagt, wenn diese Clips jetzt nur die ganzen Highlights, die ich selber als Content hochladen wollen würde, vorausgreifen, jetzt zum Beispiel Lost Moments von Trimax, und Trimax Content ist nun mal Lost, dann kann ich auch verstehen, dass die Leute daran stören. So. Es hat auch nichts damit zu tun, lieber Livestream-Chat, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Es hat nichts damit zu tun, was auch einige bei TikTok als Argument geschrieben haben, dann hör auch auf andere Videos zu reagieren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich hier in meinem Stream sitze und auf ein Video reagiere, dann reagiere ich ja auf ein Video, was derjenige schon hochgeladen hat. Also, als Beispiel, Papa Platte lädt ein Video hoch auf seinem Kanal. Danach gehen wir GTA. Ich reagiere drauf. Dann reagiere ich ja auf seinen Content, den er schon hochgeladen hat. Mhm. Also das Argument zu behaupten, dass wir dann ja nicht mehr auf andere Sachen reagieren dürften, ist relativ dumm. Ich habe sehr. Was man natürlich machen könnte, das ist natürlich eine Menge Aufwand. Man könnte natürlich sagen, Hugo, kein Konzept, das sind die beiden größten, sagen wir jetzt mal. Wenn ihr was hochladet und da ist ein Moment dabei und ihr seid euch nicht sicher, hey, nimmt das vielleicht was vorweg und man checkt vorher generell natürlich mal ab, fragt uns. Fragt uns einfach, ich bin mit Hugo auch über Instagram DM connected, Knossi hat sogar die Nummer von ihm. Also man kann ja auch einfach tatsächlich fragen, so, ist das cool, wenn ich das jetzt hochlade oder greift das irgendwas vorweg, ist das fein, bla bla bla. Und vieles ergibt sich auch aus dem Kontext, ja. Also die ganzen Clips zum Beispiel von Kevin aus der Tour, das muss ich sagen, Dodone Walls alles. Ne, das stimmt nicht. Also wenn mir jetzt kein Konzept oder Hugo schreibt, bin ich sofort am Start. Sehr aggressiv und sehr emotional jetzt geredet. Aber versteht das bitte nicht falsch. Ich habe ja meinen Standpunkt schon für mich gesagt. Ich wiederhole mich jetzt. Ich selber habe gar kein Problem damit, wenn ich da drinne vorkomme. Mich juckt das nicht. Der einzige Punkt, und wer es versteht, der versteht es. Wer nicht, der nicht. Der einzige Punkt ist, wo ich sage, das möchte ich nicht, ist das...
Recht hat er, lügen tut er trotzdem, es geht immer ums Geld, lol. Nee, was sind denn die Klicks da, was sind denn die Klicks, die dann mehr Geld geben? Das ist ja nicht viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rollertour mache oder ein Teammates oder sowas, dann möchtest du die Highlights daraus haben und die Klicks dafür dann auch haben. Und das geht auf gar keinen Fall, dass jemand das vor dir hochlädt. Also das, nee, da bin ich bei ihm. Würde jetzt nicht nur Papa Platte sagen, sondern auch Monte, der ist noch oft mit drin. Noch ein paar andere sagen, sie wären raus. Dann würde ich auch sagen, ich bin raus. 100 pro. Ja. Aber solange sie den Content hochladen, nachdem ich sie hochgeladen habe, und solange nicht nur Highlights sind, noch unterschieden aus Gameplays oder Fails, die hier passieren, und das Ganze editiert ist. Genau, wenn Monte und Knossi sagen, sie sind raus und Papa Platte, dann bin ich auch raus. Klar, ja. Dass meine Gameplay-Highlights dort zu sehen sind, denn die möchte ich selber bei mir hochladen. Wäre das nicht... Warum bist du dann auch raus? Ja, dann ist ja... Was kommt denn da noch vor? Ja, wir machen alle halt die drin, Premiere. Ich warte noch kurz, oder alle Zeit größeren Streamer raus. Ja, man steckt sein Schweiß und Blut da rein, sowas Geiles auszustellen, dann haben die anderen kein Recht, so hochzuladen. Das ist richtig. Das also, es kann sich ja auch nicht jeder leisten, sage ich mal, einen Cutter zu haben, der das so geil in Szene setzt. Deshalb ist es immer cool, wie gesagt, wenn so ein Hugo das macht. Ja? Das ist richtig. Also, dass Kevin raus ist, kann ich verstehen. Ist jetzt aber auch ungeiler für mich, der in den Compilations drin ist. Ich verstehe, der hat Pech gehabt. Ansonsten können sich jeder dieser Kanäle frei fühlen, meine Clips zu verwenden, denn damit habe ich keine. Das soll deine eigene Entscheidung sein, nicht von anderen abhängig. Wenn es eine Highlight-Compilation ist von Knossi, Monte, Papa Platte, Sascha und alle sind mit drin und ich bin da auch drin mit zwei, drei Clips, dann profitiere ich davon noch sehr. Ja, gehen davon zwei, drei, vier Leute raus, dann nicht mehr. Kein Problem. Hat Max sogar recht. Also wenn jetzt alle Großen ausscheiden und dann ist man der letzte Große quasi in diesen Compilations, dann macht das wiederum keinen Sinn. Da muss ich Trimax absolut recht geben, ja. Hallo? Hallo? Hallo, ist da der Carsten? Hallo, ist da der Casino-Süchtige? Hä? Carsten, bist du's? Rolex Krone, bist du? Und dazu muss ich natürlich hungriger Hugo immer noch bezahlen. Das ist halt wahnsinnig teuer. Das ist ein Marketing-Move von der Streamer-Elite Deutschlands. Die treffen sich immer in einem geheimen Hintertürchen und tüfteln böse Pläne aus. Und alle zusammen zahlen wir ihn dann. Das kostet auch oft. Früher hat kein Konzept Monte auf Twitter gefragt und keine Antwort bekommen. Hat er dann 4 Strikes gehabt? Dank Ung ist er noch auf YouTube. Die Strikes konnten alle zurückgezogen werden. Ist deine alte Story Highlights und Meme ist ein großer Unterschied, aber auch. Absolut. Wenn ich ein geiles Meme-Video erstelle, voll cool. Langweiliger Highlight, aneinandergereihter Content, not so nice. Finde ich, ist richtig, ja. Und ja, tatsächlich, dass Trimax hier so viel bezahlt. ABK hat recht. Hugo wird bezahlt, kein Konzept wird bezahlt. Und vor allen Dingen das Finanzamt. Weil, Digi, eins muss ich sagen, am Ende des Tages, Vater Staat macht sich immer die Taschen voll. Schmutz. Auf Dauer. Ich, Kartoffelnase, bist du was? Ach, Digga, scheiß drauf, wirklich. Gar keinen Bock, Alter. Wir haben gerade so ein bisschen über Content, also über Highlight-Kanäle und so geredet. Okay. Weil und? Carsten ist mal nur mit drin, wie er einfach schreit. Bruder, emotionales Thema, aber das ist gut, Digga. Papa Platte hat ja in einem Video gesagt, dass er nicht mehr möchte, dass sein Content von anderen Kanälen hochgeladen wird. Und da ist sehr viel Unverständnis aufgekommen bei einigen Leuten. Und echt? Das habe ich mal ganz kurz ein wenig, also. Also die gerade diese Wohnmobiltour, so ein geiles Projekt. Ja. Man die besten Clips weggenommen. Ja. Da ist das Unverständnis für mich nicht verständlich, sage ich mal. Also, dass sich Kevin da zu Recht dran stört, das ist zu Recht. Das Recht, oder? Ja, schon, aber das sehen die meisten leider nicht so. Die haben da wenig Verständnis für. Und deswegen die meisten sehen das nicht so. Also, das ist ja auch wieder eine komplett überzogene Aussage, zu sagen, die meisten, wenn ich jetzt hier schaue, die meisten gehen damit einher und sagen, ist vollkommen fein. Also, das sind 2500 Leute, die vielleicht sagen, nee, finde ich gerade nicht geil. Alle, die das hier verständlich wird gemacht, die meisten sagen, alright, ist absolut fein für mich. Das ist ja nicht richtig. Er will da jetzt selber einen Highlights-Kanal von sich selber machen, oder? Also nur von seinem Content quasi. Genau, richtig, ja. Ach ja, sind ja die meisten, okay. Halt darum, dass so richtig geile Clips, die in unseren Streams entstehen, so schnell in diesen ganzen Highlight-Videos oder auch auf TikTok und Instagram landen, dass man selber gar nicht die Möglichkeit hat, daraus eigenen Content zu machen, ne? Wer hat denn einen eigenen Highlight-Kanal von sich cringe. Selber in den monatlichen Best-Offs? Das ist ja übel cringe. Oh, ach so, ja, Lost Moments, ja. Grolega, danke schön für den Resub. Leute, abonniert alle Lost Moments. Da gibt's alles nochmal ganz gebündelt. Ihr wolltet auch.
Viel später als bei Hungriger Hugo. Dass wir reagieren auf ein altes Lost Moments. Die reifen alle mit der Zeit. Meine Fails, die jetzt schon 1,5 Jahre oder so alt sind, die werden immer geiler mit der Zeit. So ein monatliches Best-of. Alles, was passiert ist im Monat. Alle lustigen Szenen. Alle krassen Plays, alle losten Plays. Ja, ja. Und das ist krass, dass Travis die alle gefaked hat, diese ganzen Momente. Der hat das alles wirklich nur gespielt. Das war alles Fake-Shit und so. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch einfach nur Wahnsinn, oder? Also, ist doch verrückt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich insane. Wirklich fucking insane. Sehr nice. Verrückt. Gebündelt. Und die werden mit der Zeit geil. Die werden richtig geil. Wenn es so geil. Die den Kanal nicht gefollowt. Ja, da kommen so wenig Videos, aber wenn sie kommen, sind sie gut. Also, ich weiß nicht, wer da nicht abonniert hat. Rein. Genau, richtig. Gleich geht's der P. Und, mittlerweile ist es ja nicht mehr, also ist meine persönliche Meinung, mittlerweile ist es halt auch nicht mehr so, dass diese Highlight-Kanäle viel Wert darauf legen, da nachzufragen, beziehungsweise nicht nachzufragen, wie soll ich sagen, es geht halt aktuell darum, wer lädt am schnellsten hoch, weil diese Highlight-Kanäle wie Unkraut aus dem Boden sprießen, weil halt alle mitbekommen, damit kann man gut Cash machen. Jeder denkt auf einmal, er macht jetzt einen Highlight-Kanal. Ja, weil halt so. Ich mach auch tatsächlich, Chat, ich sag's wie es ist, ich mach meine YouTube-Pause und werde in der Zeit 3 Highlight-Kanäle aufbauen. Ja. Ich mache eine YouTube-Pause im September und habe keinen Bock mehr auf eigenen Content und mache nur noch Highlight-Kanäle. Mein Team und ich werden durchgehend Streams gucken und live im Stream quasi die Streams direkt abfilmen. Einer macht Monto-Stream, einer Kevin, einer Papa Platte, einer Trimax, einer Nico, einer Sascha. Und wir laden das sofort hoch. Wir laden das sofort hoch. Das ist innerhalb von, also der Lost Moment quasi passiert und direkt 20 Sekunden später ist das hochgeladen, ja? Genau, richtig. Also ich bin quasi jetzt der Meinung, ich bin so schnell in meinen Uploads mit meinem Team, dass ich Hungriger Hugo und kein Konzept richtig in den Arsch ficken will. Genau. Das ist unsere Idee. Und genau. So viele Twitch-Highlight-Kanäle, Bruder, ich schaue die aber auch gar nicht aus dem Grund. Für mich gibt's Hungriger Hugo und kein Konzept, Digga. Die anderen sind für mich alles Nachzügler. Same. Na, die das machen. Carsten, Real Talk, same. Das Problem ist, dadurch, dass die wenigsten ja ihr Maul aufmachen und dann auch sagen, Bruder, ich will das nicht. Dadurch vermitteln ja alle Streamer, YouTuber etc. vermitteln dann ja auch nach außen, hey, ihr könnt alle meine Clips verwenden und Highlight-Kanäle machen, weil die anderen dürfen es auch, mach es auch. Ja, stimmt. Und also ich habe da nichts gegen, weil, Bruder, es ist auch wert. Zu gucken, wie der Streamer heißt. Oder was? Ja, danke. Der Kollege, der zu sehen ist, ist relativ unwahrscheinlich. Aber Bruder, du kennst ja auch alle. Richtig. Bruder, du bist so im Game drin, du kennst jeden YouTuber und Streamer sowieso, aber glaub, sowas erreicht immer auch neue Zuschauer und ja, die finden dann einen Clip von dir vielleicht mega witzig. Spam mal alle F5 wieder, in den Chat. Wenn du dein Barthaar anzündest, Bruder, denken die, der ist ja verrückt, dem folge ich jetzt mal. Ja, aber du darfst nicht vergessen, Carsten, 90% dieser Leute schauen über Handy und die wenigsten werden dann wieder ihr Handy umdrehen, unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link klicken, rübergehen und dann den Kanal abonnieren. Das sind schon echt viele. Gerade so mittelgroße oder kleine Streamer, die profitieren stark daraus. Die profitieren sehr stark daraus. Ich weiß es nicht, habt ihr recht, Chat, ist nur meine persönliche Einschätzung. Ich glaube. Also Monte würde es nicht machen, aber schon viele da draußen. Die sehen Mickey in dem Clip, GTA, RP, finden das geil, gehen auf seinen Kanal. Safe, super viele. Oder Honeypoo, genau. Ja. Wirklich, ja dann, Bruder, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Das knallt dann richtig rein, wenn da so ein paar Highlight-Clips drin sind. Das ist aber auch, weil halt ja immer noch der größte Teil der Konsumenten oder halt der Zuschauer sind halt männlich, Digga. Und wenn dann eine hübsche Lady in diesen ey, einfach jetzt alle Viewer verloren wegen Scheiß. Naja. Ja, gute Aussage, stimme ich zu, ist richtig, passt soweit, stimmt tatsächlich. Also stimmt wirklich, kann ich nicht anders sagen, hat er recht.